So, da wären wir auch schon wieder. Ich habe in der Zwischenzeit alle Zwerge einmal im Dwarf Therapist überprüft, welche Aufgaben sie so haben und dann halt den Namen auch zugeordnet für die ganzen neuen Migranten, die wir bekommen haben. Das ist jetzt alles wieder einigermaßen übersichtlich. Das heißt, wir dürften hier keinen haben. Stopp. Wir dürften hier keinen haben, der nicht deklariert ist. Jo. Außer der da komischerweise. Und nein, warum heißen die jetzt Haula Haula? Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Also ich habe einfach die ganzen neuen Zwerge, die gekommen sind, denen habe ich den Namen Haula gegeben. Und dann habe ich sie alle markiert und ihnen den Beruf Haula gegeben. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Aber gut. Oh, ich habe ein paar Kinder übersehen. Aber das Gröbste müsste abgedeckt sein. Also jeder hat jetzt den Job, der für ihn passt. Und ich habe auch angefangen, hier die Ebenen zu beschriften, damit es für euch auch ein wenig übersichtlicher wird. Vielen Dank nochmal an Eurosat7. Der hat mir nämlich eine Vorlage gegeben, wie man so klein, pixelig schreiben kann, dass es auch einigermaßen gut aussieht. Und ich habe mir bestimmte Punkte ausgesucht, wo ich sie das dann hinschreibe, damit es nicht wüst einmal oben, einmal unten, einmal sonst wo ist. Und zwar haben wir hier unseren Hauptturm. Das ist Turm 1, die oberste Etage. Und dann gehe ich ein Pixel nach oben rechts und noch ein nach oben rechts. Und da fängt die Schrift dann an. Das gleiche auch hier. Ein Pixel frei, ein nach unten. Denn diese Bereiche hier schräg werden nie genutzt. Normalerweise haben wir unseren Hauptturm. Und manchmal haben wir dann so wie ein Blütenblatt nach oben, Osten, Westen, Süden, also Nordwesten, da jeweils noch so ein Block. Aber schräg haben wir nie irgendwas. Das kann ich mal kurz zeigen. Hier haben wir die Brauerei. Hier haben wir unsere Dining Hall, die muss ich auch noch beschriften. Das ist jetzt unpraktisch, ja. Also die Hauptetage quasi, die können wir nicht ordentlich beschriften. Aber danach. Zum Beispiel hier sieht man das ganz gut. Da haben wir hier Essen und Trinken und da haben wir das Holz. Also immer ein frei, Schrift, ein frei, Schrift. Hier haben wir Stein, auch wenn man das eigentlich immer sieht, aber es ist trotzdem eine ganz nette Sache, finde ich. Hier haben wir unsere Lederer und unsere Stoffleute. Also da ist der Webstuhl, da ist Lederverarbeitung. Was war hier? Kuh. Pharma Workshop. Ah, genau, um bestimmte Stoffarten aus den Rohstoffen rauszuziehen. Genau. Dann haben wir hier die Edelsteine und die Knochen. Hier wird dann unser Schmiedebereich sein. Also würde ich es wahrscheinlich Forge nennen. Ich bin hier so ein Fan von Dinglish. Das ist gut, dass ich die anderen drei Sprachen, die ich in meiner Schulzeit so gelernt habe, alle verdrängt habe. Sonst würde ich wahrscheinlich sprechen wie der Bucklige aus Der Name der Rose. Falls ihr das Buch oder den Film kennt. Der Charakter ist echt cool. Und im Film ist es sogar einer meiner Lieblingsschauspieler. Der spricht halt alle Sprachen, die er kennt, gleichzeitig. Also in einem Satz. Mal Latein, mal Deutsch, mal Französisch. Das ist echt cool. Aber ja, schwer nachzuvollziehen. Also das versuche ich zu vermeiden. Aber halt bei Deutsch und Englisch müsste es ja noch okay sein. Also wir hätten dann hier die Schmiede. Dann hätten wir hier unseren Finished Goods Bereich. Hier unseren Knochenstockpile. Hier unseren Furniture oder Möbelbereich. Und hier den Schießstand. Hier sind Blöcke und der Rest ist frei für späteren Gebrauch. Wobei wir maximal bis zu dieser Etage bauen wollten. Also haben wir noch 1, 2, 3, 4, oh, 4 Etagen frei. Wobei wir die Blöcke und den Schießstand und... Na, das nicht. Aber das könnten wir noch ein wenig zusammenraffen. Zum Beispiel könnten wir die ganzen Blöcke auch hier oben hinsetzen. Denn ich denke nicht, dass wir so drei riesig große Felder brauchen, nur für die Möbel. Die müssten ja auch eigentlich alle mal langsam gesetzt werden. Oder zerstört werden im Beispiel von diesen Chair-Türen. Die brauchen wir ja gar nicht. Also ja, da und da ist auch noch Platz. Knochen werden wir auch keine 5 Riesen-Stockpiles brauchen. Denke ich jetzt einfach mal. Sonst sollten wir echt anfangen, Knochenbolzen herzustellen. Das sollten wir wahrscheinlich eh machen, damit unsere Crossbow-Leute was zum Verschießen haben. Ja, das sollte ich auch anfangen. Jo, hier ist auch noch Platz. Also ja, wir haben jede Menge Platz. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist halt einmal hier, dass wir da nichts hinbauen können. Das stört halt die Symmetrie doch schon tierisch. Und dann die Etage. Aber ja, ist der Eingangsbereich. Kann man nichts machen. Ja, unser Friedhof.
Ich lasse mal das Spiel weiterlaufen, das habe ich die ganze Zeit nämlich gar nicht gemacht. Wir haben schon mal einen Kobold in der Festung, das ist vertretbar. Und eigentlich wollte ich gucken, ob nicht demnächst mal ein paar Hauler kommen und die Knochen runterbringen. Also wir hatten ja in der letzten... Was ist das? Ein Dieb. Ich glaube jetzt aber keine Artefakte wieder. Da. Ah, was machst du hier draußen? So, wer bist du? Du bist Hauler Hauler. Hey, super. Irgendjemand macht ein Verbrechen und dann, wer war der Schuldige? Es war Hauler Hauler. Holst du Wasser, oder? Und warum ist da noch ein toter Zwerg auf dem Boden, Gott verdammt? Ja, stimmt, die hätte ich alle verboten, damit nicht noch weitere Zwerge rauslaufen, um dann ebenfalls umgebracht zu werden. Aber ja, jetzt kann ich ruhig die Leute rausschicken. Ich habe jetzt ja alle Leute, die nicht wirklich gut sind in irgendetwas oder keinen wichtigen Beruf haben, die haben die Haulerbefehle auch bekommen. Das heißt, es wird jetzt niemals ein Steinmetz oder ein Waffenschmied oder so rauslaufen. Oh, Mandat. Irgendjemand rauslaufen. Der wichtig ist halt. So, also Captain of the Guard, zück 70N, braucht noch ein Quartier. Das ist okay. Und ein Mandat hätten wir hier, 3 Crossbows. Mit einem Grund, warum wir nie sehr viele Knochen haben werden. Bone Crossbow, 3 Stück. Weil Gerugon die immer fleißig für seinen Vorrat haben möchte. Und wir wollten noch den Milizionär an Führer zuordnen. Gerugons Schlafzimmer. Ganz viele Artefakte und ein Pilz. Und bestimmt irgendwo eine Armbrust in der Ecke. Da im Waffenschrank. Ist das jetzt schon besetzt? Nein. Du gehörst dann bitte zück 70N. Du gehörst bitte zück 70N. Und du gehörst nicht Hauler Hauler. Du gehörst ebenfalls zück 70N. So, jetzt dürfte er nicht mehr meckern. Tut er auch nicht. Sehr gut. Weiter. Was zur Hölle? Kit? Lol. Oh weia, ich habe ein Trollkind. Also das Kit Trollolol ist aufgewachsen und wurde zu einer Lynea. Also normalerweise müsste da stehen, ist aufgewachsen zu einem Zwerg. Was zur Hölle bist du? Das hatten wir gleich nochmal stehen, oder? Ja, genau, hier. Das wäre eine normale Nachricht gewesen. Dies und das Kind ist aufgewachsen, um ein Bauer zu werden. Und Jakku ist geboren worden und so weiter, ja. Also suchen wir mal dieses Kit lololol. Und gucken, was mit dem auf sich ist. Das dürfte ja keinen Namen haben oder diesen Lyinea-Namen. Hier unten nicht mehr, nee. Also wir suchen Lolli, Lol, Roll, Roll und Lyinea. Der müsste dann aber hinten stehen. Das Lolli, Roll hier in der Mitte. Habe ich schon ein, zweimal erwähnt, dass ich gerne nach Namen sortieren wollen würde? Lynea sehe ich schon mal nicht. Lolliroll. Auch nicht. Das wäre auch mal schon auffällig. Sage jetzt. Lolloldoren? Nein. Das klang anders. Das klang echt nach diesem Trollolol, was ich absolut nicht abkann. Weil das steht für mich so für ein Sinnbild einer Generation, die nichts mehr ernst nimmt und bla bla bla. Da. Kit Lololrolle Lynea. View. Es ist ein Zwerg. Ist die Tochter vom Kip Hammertod und Odom Fensmith. Sie ist 12 Jahre alt. Mit 12 sind die hier schon erwachsen?
Okay. Es kann sein, dass ich ihr früher mal einen Namen gegeben habe und sie den deswegen einfach übernommen hat. Ist trotzdem sehr irritierend. Na gut, du bist jetzt kein Kind mehr, du bist ab sofort ein Howler. So, weiterlaufen lassen. Ich dachte schon, wir hätten jetzt irgendwelche Werwölfe oder sowas ähnliches hier. Noch ein Dieb. Das heißt, bald haben wir auch wieder Goblin-Invasionen da. Die Kobolde und die anderen Diebe sind ja meistens so eine Vorhut. Eine menschliche Karawane ist eingetroffen. Ah, okay. Dann machen wir doch vorsichtshalber mal den Alarm an. Inside, bitte. Weil wenn Karawanen kommen, können auch Goblins kommen. Und wir sollten ein paar Waren hierher bringen. Trader requested und wir hätten gerne Crafts. Ganz viele. So, es sollte langsam reichen. Escape, Escape, weiter. Dann gucken wir mal, was wir so Interessantes haben. Wir bräuchten trinken nicht, essen auch nicht unbedingt. Also primär nur Holz, Metall und Sachen, die sie einschmelzen können. Und vielleicht noch ein paar seltene Stein, Metall und Kristall oder Edelsteinsorten für unsere zurechtgeschusterten Zimmer. Wenn wir damit dann irgendwann mal weitermachen. Was fällt mir noch so ein? Oh, 5 Wagen und Klimbim, das ist doch okay. Noch mehr. Ja, sehr schön. Schön viel zum Handeln. Ja, das sind so die gröbsten Sachen, die wir von denen haben wollen. Hunde. Ja, das ist noch der alte Schreibstil. Der ist ein bisschen größer und breiter. Die Hunde sind echt alle unten in der Ecke. Und hier oben ist. Ja, sie haben sich inzwischen ein bisschen verteilt, aber nicht sehr viel. Oh, was ist denn das da? Ist das endlich mal ein Ei? Guck mal hier, Nestbox. So ganz normal. Und da ist jetzt so ein Steinsymbol drauf. Ich hoffe mal, dass das heißt, dass da Eier drin sind. Ja, ein blaues Pea-Hennenei. 6 Stück. Es klappt endlich. Gänseeier, 3 Stück. Noch mehr Gänse und noch mehr Blue-Pinea-Dingens. Also ich habe keine Ahnung wie, aber es hat geklappt und das ist schon mal das Wichtigste. Denn ich habe eine ganze Weile darum gekämpft, dass wir endlich mal Nahrungsproduktion, abgesehen von den ganzen Untergrundbüschen innerhalb des Forts haben. Und Eier bzw. die daraus entstehenden Küken wären eine gute Möglichkeit. Und oh, hier sind ganz schön viele verletzt. Hoffe ich zumindest mal. Es wäre doof, wenn sich irgendjemand hier einfach ein Schlafzimmer genommen hätte. Aber nö, nirgendwo ein Bedroom deklariert. Okay. Karawane braucht noch ein bisschen. Gucken wir mal ganz kurz runter, ob ich zufällig wieder irgendjemanden am Danger Room habe stehen lassen. Zu weit unten. Weiter hoch, weiter hoch. Nö. Sehr gut. Das hier müssen wir alles noch deklarieren. Das mache ich aber wieder off-camera. Das muss ja nicht unbedingt sein. Genauso wie ich auch nächstes Mal wahrscheinlich off-camera hier weiter Bodenplatten überlegen werde, damit es nicht mehr so bunt gecheckt ist. Das sieht komisch aus. Karawane tippt weiter ran. Was können wir noch machen? Wir haben immer noch recht viele Arbeitslose. Also wir könnten eigentlich mal irgendwas anschmeißen, was. Ja, wir könnten buddeln lassen. DH. Zack. Einmal die ganze Reihe. Einmal das weg. Das weg. Da wieder ein Punkt. Habe ich erwähnt, dass es ewig lange dauern wird? Das weg. Das weg. Und da eine Reihe weg. So, wenigstens etwas Produktives hier unten machen. Also ja, das habe ich mir ein wenig leichter vorgestellt. Aber ich denke mal, man hätte das von vornherein von oben runter machen sollen.
Theoretisch hätte man ja auch einen Trupp Zwerge am Anfang nehmen können, also 7 Zwerge, alle mit meiner Skill auf Maximum. Und alle restlichen Punkte, die man so über hat, steckt man einfach in Essen und Trinken. Und dann lässt man diese Zwerge, diese 7 Stück, jahrelang einfach nur irgendwas ausbuddeln und die Festung quasi vorbereiten. Und dann irgendwann, wenn die Vorräte zu Ende gehen, dann gibt man das Fort auf und reclaimt es mit einem neuen Trupp Zwerge. Es ist zwar schon fast cheaten, aber damit kann man dann halt richtig gut organisierte Forts aufbauen. Außer man hat es halt schon ein bisschen drauf, dann nimmt man halt die 7 Zwerge und macht später mit denen alles. Aber das ist dann teilweise ein bisschen kompliziert. So, Karawan ist immer noch nicht da. Gerugon wird langsam ungeduldig. Also sowohl der da, als auch der hier in der dritten Dimension nach oben zeigen. Ihr wisst schon. Aber bisher keine Goblins. Oh, was mich daran erinnert. Ich wollte Zone. Hier. Pen Pasture. Wir hätten gerne keinen Wachtroll. Wir hätten gerne einen Wachhahn. So. Der wird jetzt da draußen hingestellt. Und dann sehen wir schon mal ein bisschen früher, wenn jemand kommt. Haben wir noch irgendwo was gehabt? Genau. Hier oben ist auch noch was. Shift N. Und da kommt jetzt mal ein Hund hin. So. In der Hoffnung, dass gerade in dem Bereich irgendjemand durchläuft und von dem Hund entdeckt wird. Aber ja, das möchte ich mir wieder angewöhnen. Jedes Mal nach einem Goblin-Angriff einfach draußen wieder ein paar Tiere hinzustellen. Damit wir nicht so überrascht werden und noch schnell genug die Brücke hochziehen können oder unser Militär bereit machen oder was auch immer. So, Karawane ist gerade dabei eingezudocken. Boah, die sind irre langsam. Das ist halt, wenn sie so stapeln, dann werden die so langsam. So, ich glaube, jetzt müssten sie drin sein. Können wir schon handeln? Wahrscheinlich nicht. Nö. Müssen erstmal noch alles aufbauen. Man könnte mal so lange eine neue Goldstraße setzen. Wir hätten gerne eine Paved Road. KK. Oh, nee, U. So. Haben wir denn noch Goldbarren? Goldbarren, 24 Stück. Ja, für das Stück reicht das und der Rest ist ja eben mit Fallen belegt. Jedenfalls noch. Müssen wir gucken, ob wir da noch was dran ändern wollen. Allgemein sollten wir das Ganze vielleicht auch so umbauen, dass wir unseren zukünftigen Crossbow-Trupp auch effektiver nutzen könnten. Also zum Beispiel hier einen Raum bauen. Hier aus der Wand Fortifications machen. Oder das Abreißen und Fortifications dahin bauen und dann hier unseren Crossbow-Trupp stationieren. Das heißt, jeder, der hier durchläuft, wird erstmal von denen beschossen, sobald er hier oder so ist. Das wäre schon ganz praktisch. Der Haken ist halt nur, wenn da irgendwelche Trolle oder so dabei sind, dann können sie sich die Fortifications durchschlagen und so dann hier hinten rum in die Festung rein. Aber das macht auch nicht viel Unterschied. Ob die jetzt hier das Floodgate zerhauen oder da die Fortifications, das ist egal. Aber allgemein sollte man dabei aufpassen. Wenn wir nämlich zum Beispiel hier das reinbauen würden, oder da oder irgendwo weiter außerhalb, dann könnte dadurch denn der ganze Schlangengang hier umgangen werden. So, können wir jetzt Handel betreiben? Ja, sehr schön. Wir nehmen einfach mal alles, was die an Barren dabei haben und alles, was sie an Edelsteinen haben. So. Und ihre Blöcke nehmen wir auch noch alle mit. So, Kristallgras, grünes Glas, nehmen wir auch ein bisschen was mit. Oh, und Holz, sehr schön. Gucken, wie viele Seiten das sind. Ich hoffe einfach mal auf ein paar mehr. Damit wir auch unsere Stockpiles voll bekommen, wo die nicht so häufig vorkommenden Holzsorten reingelagert werden und dann verboten werden. Für halt diese Sonderaufträge. Aber ja, das sieht sehr, 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 sehr schön aus. Das ist schon Seite 6 oder 7. Sauber, sauber. Ganz, ganz viel Kohle. Da können wir auch alles einschmelzen. Und können unsere ganzen Trupps endlich mal ausrüsten. Das wird noch ein ganz schöner Akt. Weil ich glaube, selbst der erste Trupp ist noch gar nicht perfekt ausgerüstet. Oh, stopp. Und mit perfekt ausgerüstet meine ich halt eine Brustplatte, 3 Kettenhemden, 7 Hoods und was weiß ich. Halt diese optimale Sache. Ja.
paar Tiere. Nö, nicht wirklich. Gucke ich mal kurz durch. Aber ich denke, das soll es gewesen sein. Ansonsten müssen wir noch genug Ressourcen da haben. Gut. Da fällt mir gerade ein. Ich wollte noch die Stockpiles so sortieren, dass es für mich einfacher ist beim Tauschen. Obwohl ich der Meinung gewesen wäre, ich hätte das schon gemacht. Anscheinend aber nicht. Obwohl, die Puzzleboxes und so weiter könnten mit zu den Sachen gehören, die ich eigentlich vertauschen will. Ich habe nur vergessen zu verbieten, dass die aus Metall sein sollen oder nicht. Weil die Metallsachen will ich ja nicht vertauschen, die will ich ja eigentlich einschmelzen. Das sollte ich also bei Zeiten nochmal ändern. So, 100% Profit, das sollte ihm reichen. T, er ist ekstatisch. Sehr schön. Kirogon weg. Weg. Und das hätten wir auch erledigt. Sehr gut. Und bisher kein Angriff von Goblins. Machen wir mal kurz den Alarm wieder weg. Damit unsere Wacherpel aufgestellt werden können. Nee, war es ja gar nicht. Ein Wachtruthahn. Wachhahn? Ich glaube, ein Wachhahn war es. Da war es ein Wachhahn und hier irgendwo war es ein Hund. Ja, die müssen auch erstmal raus. So. Alles wird schön hin und her sortiert. Hier oben gibt es wieder einen Engpass. Ja, das haben wir ein wenig ungünstig gelöst mit dem Friedhof hier. Dass alle dann hier hin müssen. Obwohl, warum laufen hier so häufig Leute durch? Ah, das ist die einzige Verbindung. Das war echt nicht gut gelöst. Es ist die einzige Verbindung von den Schlafseelen zu dem Hauptturm. Das heißt, jeder, wirklich jeder Zwerg muss hier, wenn er schlafen geht, einmal durch und später wieder zurück. Das war echt nicht gut. Aber ich habe es halt so eng gemacht, damit hier auch die Forgotten Beasts und so nicht so leicht durchkommen. Nee, nee.